Willkommen zurück zu Tomb Raider und in der Barackenstadt hier. Moin Moin mit Lara Croft am Start und mit mir, dem Angelus. Yehi! Es wird heute ein freundlicher Tag. Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Claro, Fertigkeitspunkt erhalten. Boah, die Barackenstadt ist auch teilweise zerbombt, oder? Die Brücke ist komplett weg, die da oben war, da hinten. Der Tempel da oben, der Palast hinüber. Oh Mann. Hier war ich doch schon mal drauf, auf den... Nee, das war da drüben, wo sie Grimm vernichtet haben. Alter, ist das weit. Ach, guck mal, da fährt eine Seilbahn runter. Wenn man das Seilbahn nennen kann, was die hier zusammengeschustert haben. Ich denke mal, da unten komme ich Richtung Strand. Ich muss mit so einem Ding runterfahren. Das ist doch cool. So. Der ist voll. Den nehme ich. Blöd ist, der hält hier nicht an. Ich muss raufspringen. So. Jawohl. Transportgondel. Ja. Sicher würde ich mich da ja nicht fühlen, wenn ich hier mitfahren müsste. Huch. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Finden Sie zum Lager der Überlebenden. Ja, wenn ich hier nur runterfahren muss, ist ja easy. Jetzt habe ich wieder freie Sicht auch nach oben. Alter, guck mal, wie weit das schon weg ist da oben, ey. Krass. Wow, was ist denn das? Was denn jetzt? Einfach stehen geblieben. Und das da sieht aus wie ein Schiff. Hier oben, ey. Nicht euer Ernst. Okay, ich muss darüber. Oh, Quatsch, was mache ich denn da? Ich Idiot. Ich muss darüber, aber ich muss da mit dem Bogen ein Seil machen, ey. Eben, auf dem ersten Blick sah das eben gar nicht so weit aus. Guck mal, das sah aus, als würde ich da rüberspringen können, als die Kamera so war. Was jetzt? Wenn ich so gucke, niemals. Dankeschön. Guck mal, so schon, das ist viel einfacher. Lara kann das ab, die kann auch mal runterfallen einmal. Munition. Toll, jetzt muss ich da raufklettern. Schon wieder so eine tolle Leiter hier. Vertrauenswürdig. Die haben da echt ein Boot. Wir haben das Boot da hier hochgekriegt und dann ausgeschlachtet, ey. Es ist zu ruhig. Aha. Guckt euch das mal an, ey. Wie haben sie das hier alles gebaut, Alter? Krass. Irgendwie cool gemacht. Vom Design her. Gegner. Und Dynamit. Das da explodiert doch, oder? Das da hinten? Jawohl. Der hat überlebt. Komm schon. Scharfschütze. Wahrscheinlich ein Headshot. Es explodiert hier schon wieder alles. Wow. Eine Bombe.
Ah, keiner erwischt. Dynamit! Nein, natürlich habe ich keine Waffe. Ah ja. Alter, wie viele? Was ist das? Ach. Dynamit. Ich bringe euch alle um, genau. Der hat's erkannt. So übertrieben viele, wie hier kommen, ey. Noch mehr? Die kommen von da oben, Alter. Guck, da ist der nächste. Ah. Ja! Leck mich doch! Steh auf! Oh, fuck. Bye bye, Fufu. Nein, 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 ich nicht. Wer meine Brüder tötet, muss sterben. Ja, ja, ist klar. Hau ab da. Bam, Junge. Dankeschön. Komm schon. Oh, hier kann ich stehen. Ich dachte schon, ich müsste da hangeln oder so. Wo soll ich denn hin? Boah, diese Geräusche, wenn die Kugeln einschlagen. Ekelhaft. Okay. Oh, einfach mal springen. Einfach mal springen. Einfach mal Vertrauen haben in die Sprungkraft von Lara! Wow, 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 wow. Aua! Das Boot geht unter! Jawoll! Okay! Und noch einmal! Jawohl. Whoa. Na, Schotti. Ja, übertreib's nicht, Leute. Ganz ehrlich. Okay, wer von euch hätte das auch geschafft? Jeder wahrscheinlich, ne? So easy. Warum mit der Gondel runter zum Strand fahren, wenn es so viel schneller geht? Mach mal das Wasser aus meinen Augen. Danke. Und schon sind wir unten. Siehste, die anderen waren bestimmt nicht so schnell. Lara hat's einfach drauf. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Leichter, aber langsamer. Wenigstens hat sie ihr Sinn für Humor nicht verloren, die Gute. Auf jeden Fall ist hier Sand. Das heißt, wir sind am Strand. Ja, da ist das Wasser. Halt die Kriegsschiffe hier, also krass. Wo sind sie jetzt? Ich wollte die Kiste haben da oben. Ja, das sieht aber schon cool aus. Guckt euch das mal an hier. Ist das unser Schiff, das da? Sieht aus wie die Endurance. Das ist auf jeden Fall so ein alter japanischer. Es ist auf jeden Fall ein japanischer Zerstörer. Das sieht man an diesen hohen Türmen. Die waren charakteristisch für japanische Kriegsschiffe. Die amerikanischen sahen anders aus. Das ist ein japanisches. Erinnert nämlich auch an die Yamato zum Beispiel. Könnt ihr mal googeln, das Schlachtschiff Yamato. Das war auch bekannt für den hohen Turm an der Seite hier. Also, ja. Pazifischer Krieg und so. Mhm. Geschichtsunterricht mit Angelus.
Da sind sie doch. Die versuchen das Boot schon anzulassen. Hier ist auch der nee, das ist ein... Was haben wir hier? Hier haben wir ein Lager. Nice. Kiste. Munition. Und hier ein Buch. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Ich glaube, die Lara wird schon die ganze Zeit in der Geschichte hier hart drangenommen. Die ist ja schon in der ersten Folge genagelt worden von der Eisenstange. Mann, Mann, Mann. Reyes hatte recht. Ich war naiv und Menschen wurden verletzt. Ich werde dafür sorgen, dass sie wieder nach Hause kommen. Na gut, ja. Das Traurige ist ja, dass Roth immer gesagt hat, ah, Lara, du warst die Tochter, die ich niemals hatte. Und dabei hatte er ja sogar schon eine eigene Tochter mit Reyes. Und Reyes hat ihm ja nie gesagt, dass... ja, Alicia seine Tochter ist. Und Alicia wusste auch nicht, dass Roth ihr Vater ist. Und jetzt ist er tot. Und keiner erfährt es je. Oh Mann, traurig. Erstmal ein bisschen umsehen, bevor wir zu den anderen gehen hier. Noch ein Buch. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panirs grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Dein Bruder ist tot. Jonah hat wahrscheinlich als erster von uns daran geglaubt, dass diese Insel verflucht ist. Ich muss einen Weg finden, sie alle von hier wegzubringen. Oh oh, Lara nimmt sich zu viel Last auf die Schultern. Das könnte einen Menschen zerbrechen. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Plötzlich sind die wieder alle ganz nett. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Ja, ich muss natürlich wieder gehen. Gelangen sie zur Galeone? Alex ist da hinten zur Endurance gegangen. Also das ist bestimmt auch kein leichter Weg dahin, um da Werkzeug zu holen. Alex ist der aussieht wie Harry Potter. Hoffentlich werden wir sie nicht brauchen. Sam, sei vorsichtig.
Okay. Scheiße! Vorsicht, Sam! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Alter, die ballert da rum mit dem MG. Und fass nichts an. Ich schieße gleich einen Pfeil in den Arsch, Frau, ey. Okay, weiter geht's. Möwe! Ah, hast Glück gehabt. Drecksviecher. Das sind die Ratten der Lüfte. Ja! Das Wasser ist hier so unglaublich unruhig vor dieser Insel. Ist ja kein Wunder, dass hier keiner wegkommt. Und wir wollen mit diesem kleinen Pissboot da rausfahren. Alter, ihr habt ja echt Hoffnungen, ey. Meine Güte. Optimistisch. Teile gefunden, Gewehr. Ach, da finde ich mal wieder was für den Bogen. Juhu. Trapez. Wahnsinn. Portugiesisch. Über 100 Jahre. Ach, die Galeone hier. Portugiesisch über 100 Jahre. Muss da ins Loch. 100 Jahre, ey. Und dann daneben das Schiff vom Zweiten Weltkrieg. Wer zum Teufel sind die? Alter, die sind hier drauf. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Wo ist der Zweite? Wo ist der Zweite? Hast du den rauchenden Bergen gesehen? Der ist oben. Aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht, Bruder. Ich will warten, bis sie aufhören zu reden. Wir brechen am Abend auf. Okay. Die Kette ist im Weg. Nicht, dass ich da so gegenschieße. So, jetzt noch den anderen oben ausschalten. Da vorne, ich sehe seine Beine. Nee, das ist ein Lappen. Wo ist der? Da steht er. Den kriege ich doch gemeuchelt. Wie kommen die beiden hier so raus? So, die habe ich schon mal weg. Oh, der ist runtergefallen. Oh, außen lang. Auf dieser alten portugiesischen Galeone. Die ist doch schon total zerfressen, Alter. Okay. Da ist er. Das Ding da brauche ich. Da hängt ein Anker dran, ist dir das klar? Komm ich hier nicht hoch? Nee. Juhu! Oh, oh, oh! Na, vielleicht besser für den Rückweg. Tada! Das Ding reicht schon. Mehr haben wir hier nicht. Ist schon schön hier, oder? Alter, guck mal, das Schiff ist doch da voll weit raus. Wie will Alex denn da hinkommen? Wenn er von der Endurance da Werkzeuge holen will. Und die ist auch in zwei gebrochen. Mutig, der Junge. Wieso, ich kann den Mast jetzt hier schön als Rückweg benutzen. Wow. Schon wieder Wachen da hinten. Nein. Genau. Aber. Komm schon, zeig deinen Kopf. Er lebt noch. Noch einer da. Den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Na, ich kann das Seil benutzen. Soll ich hier ins Wasser? Sind wir Haie? Nein. Oh, Flachwasser.
Huiuiui. Okay, die erste Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Da ist Jonah. Jonah hat ein Gewehr jetzt. Aber es ist trotzdem ein bisschen freundlicher hier am Strand, finde ich, so vom Wetter her. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Oh nein. Dr. Whitman. Den will ich hier nicht haben. Nee. Jonah! Hilfe! Oh, was schießt der? Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp, stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. So eine angespannte Stimmung in der Gruppe. Jetzt, wo der Doktor da ist. Vorher war alles besser. Lara, warte! Ein neuer Bogen! Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Geil. Danke, Jonah. Das ist nochmal ein schickes, edles Ding. Schöner Composite-Bogen hier. Compound-Bogen. Waffen modifizieren. Recurve-Bogen zu Compound-Bogen. Danke. Tada. Gemeistert. Und einen Fertigkeitspunkt haben wir auch noch. Diese, was sagt mein Kampfdingens? Immer noch nicht. Alter, das ist Stufe 3 hier. Mano. Was habe ich hier noch? Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnung zu finden? Brauche ich nicht. Mehr Munition? Könnte ich machen. Außer ich schaue nochmal hier auf bei der Jagd. Bogenexperte, das nehme ich. Kann ich das? Kann ich nicht, Rang 3 Spezialist. Och, Mann, benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnung. Schalte das Kopfschussfadenkreuz frei. Ich will das Kopfschussfadenkreuz haben. Bleibt mir nichts übrig, hier was zu skillen. Ach komm, nehme ich die Munition. Plündern Sie Leichen eines Feindes, um zusätzliche Munition zu erhalten. Neue Fähigkeitsrang freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die höchste Fähigkeitsrang freigeschaltet. Lara kann nun ihre beeindruckendsten Fähigkeiten erlernen. Jetzt hab ich's. Super. Also brauche ich jetzt die nächsten Fähigkeiten und kann alles lernen. Geil. Geil. So, und jetzt noch die Bogen updaten. Hier, da gibt es nämlich wieder neue Boni. Das habe ich. Hier zum Beispiel. Napalmpfeile. Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag ein großflächiges Feuer frei. Danke. Napalmpfeile. Napalm Death gibt es das für die Gegner. Ey. Und hier noch geflochtene Sehne. Eine geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht. Geil, will ich auch. Danke. Das war's schon. Der Bogen ist voll. Bester Bogen. 70% erst.
Pumpe habe ich. Hier habe ich auch alles. Handfeuerwaffe. Das ist nicht so wichtig. So. Lara, die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Ich werde den Weg schon finden. Also wir müssen in der nächsten Folge, Leute, ihr habt es gehört, zur Endurance nach Alex suchen und das Werkzeug holen für Rails. Denn sie braucht Werkzeug, um hier das Boot zu reparieren. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge mit Lara und ihrem neuen Bogen. Also haut rein, Leute, bis dann. Ciao, ciao.